Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Ja, nachdem ihr meine Karten anscheinend so liebt, dachte ich mache ein neues. Und zwar habe ich von Spellbinders noch diese Schablone. Die habe ich auch schon ewig und wie gesagt, ich benutze alles. Mal mehr, mal weniger. Ich möchte, wie gesagt, mehr nutzen. Hier hinten ist auch ein Vorschaubild, aber ich möchte es gerne anders nutzen. Und zwar zeige ich euch das jetzt auf jeden Fall mal. Ich habe hier schon mal ein paar Kartenaufleger. Wir machen drei Karten, weil ich dachte, drei Stück waren drei Karten. Und ich wollte schauen, ob ich da noch irgendwelche Die-Cuts von Action mit reinbringen kann. Ja, haben tue ich ja genug. Ich habe, wie gesagt, alle sechs Sets besorgt. Und ich finde die mega. Und ja, wir schauen einfach mal, welches wir benutzen. Ich hole noch schnell die anderen Sets, weil ich nicht weiß, wie die Farben matchen mit manchen Sachen, deswegen. Sorry. Hätte ich auch vorher errichten können, ich weiß, ich habe es wieder vergessen. So. Huch. Ja, diese Dinger kleben hier. Deswegen habe ich die eigentlich alle raus und habe sie zerschnitten und habe sie dann hier mit in die Dose reingetan. Genau. Ich habe zwei Sets von jedem, weil ich die wirklich toll finde. Es sind zwar nicht alle exakt, aber für den Preis ja, vollkommen okay, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, halt, ich habe da gleich die Karten mit dazu. Ich zeige euch, wie gesagt, am Ende wieder die Karten, die fertigen Karten. Wir brauchen noch unser Klebeband. Und ich würde ganz gerne mit dem mittleren anfangen, weil ich zum einen das Lila Distress Oxide, das Violet, Wilted Violet und ja, dieses Korall. Ihr wisst, mein Englisch ist nicht so. It's not so good. Und ich nehme diese Luna Pest No Driving. Genau, die drei wollte ich auf jeden Fall nehmen. Und ich würde, wie gesagt, mit dem mittleren anfangen. Jetzt klebe ich erstmal die Seiten ab, weil ich nämlich so ein Kandidat bin, der gerne mal drüber rausmalt. Ich schaue erstmal, dass ich das hier, also ich würde es gerne so ein bisschen an die Seite und mittig. Aber ein bisschen Platz würde ich noch gerne lassen für das Die-Cut und für den Spruch, den ich noch aufbringe. Und auf die andere Seite, wie gesagt, ihr habt es ja schon mal gesehen, ich bin ein Kandidat, der gerne daneben wischt. Und ach so, jetzt habe ich es gar nicht. Ich tue es gerne noch an der Hose oder an meinem Arm mit den Hautschüppchen ein bisschen, wie soll ich sagen, unklebbarer. Nee, so machen, dass es nicht mehr so klebt, weil ich mir dann am Schluss eventuell wieder das Papier kaputt mache. So, wie gesagt, ich würde gerne das Blau hernehmen, das ist mega. Und nachdem in dem einen Päckchen ja so blaue Tierchen mit dabei sind, habe ich mir überlegt, dass wir das. Und wie gesagt, man soll es nicht mit den Fingern benutzen, habe ich mir sagen lassen, weil das Hautfett oder überhaupt, wenn man irgendwas an den Fingern hat, das dazu bringen kann, dass die Paste schnell kaputt geht. So, ich mache das jetzt auch mal so. Ich schau mal, ich habe noch irgendwo meinen Schaber. Ich habe nämlich von der Küche. Tja, wo habe ich ihn hin? Da ist er. Ups. Ich habe nämlich von der Küche hier diesen Teigschaber zweckentfremdet, weil ich weiß, Simon Hurley hat nämlich auch so einen, aber an den kommt man nicht hin. Also ich finde ihn zumindest nirgends und der Schaber hier tut es genauso, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich will es ja nur dünn auftragen. Ich will ja da keine so eine dicke drin, wie sagt man, dass es zu weit hoch steht. Genau.
So, dann werden wir gleich alles abwaschen. Mal schauen, ob ich das so hochkriege. Ja, perfekt. Gefällt mir sehr gut. Das lasse ich jetzt noch kurz trocknen. Jetzt machen wir das erst schnell sauber, weil ich weiß, dass manche Sachen doch nicht so schnell, also doch nicht so leicht abgehen. Und die Luna Paste muss man, wie gesagt, sofort abwaschen, sonst hängt sie sich rein. Also sie lässt sich gut lösen, aber wie gesagt, man muss es sofort machen. Und ich finde die Schablone finde ich natürlich richtig cool. Drei Schablonen in einer ist immer perfekt und man hat halt für jeden Anlass was. So. Huch. So. Das machen wir auch gleich alles mit sauber. Ich hoffe, ihr hört das Geklopfen nicht von unserem Nachbarn. Der lässt sich wieder ganz tolle Sachen einfallen. Der ist. Ja. Er verschandelt sein Haus immer mehr. Ja, sage ich dazu nicht. Den machen wir auch noch sauber. So, jetzt. Jetzt würde ich sagen, ich muss schauen noch, welche Seite oben ist. Das ist, wenn ihr das so ein bisschen schief haltet, seht ihr, dass das so ein bisschen das Ganze hoch steht. Und ich glaube, ja, bei manchen steht der Name drauf, deswegen ist es dann immer ganz leicht rauszufinden, welches oben und unten ist, aber ich glaube, das ist hier eigentlich wurscht. Zumindest glaube ich, dass es hier wurscht ist. So. So. Mal das hier wieder abdecken. Wie gesagt, ich bin ein Kandidat, der gerne solche Sachen dann aus Versehen mitmalt. Einmal. Da fahre ich jetzt nochmal drüber. Weil, wie gesagt, die Hautschüppchen und die bisschen fettige Haut immer recht gut sind, dass es hier so ein bisschen entklebt. So. Wie gesagt, wir fangen jetzt mit dem Rot an. Und ich mag ja einfache Karten. Und gerade für Anfänger sind die perfekt, muss ich sagen. So. Das sollte reichen. Und die Dishes Oxide lassen sich natürlich perfekt von der Schablone lösen, weil das wasserlösliche Stempelkissen sind. Auch perfekt. Wie gesagt, für kleine Akzente zu setzen, ist es perfekt. Ich habe ja so einen Stempel. Mit dem habe ich auch schon einige Karten gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich suche den nochmal raus, weil den fand ich auch richtig cool. Den habe ich bloß schon länger nicht mehr verwendet. Da werde ich auch noch ein paar Karten machen. Und so. Nochmal hinten, falls die Farbe durchgelaufen ist. Und ich mache alles immer sofort sauber, wie gesagt. Dann lässt sich am leichtesten lösen. Wie gesagt, die Dishes Oxide lassen sich von Haus aus lösen, aber die Luna Paste muss man aufpassen. So. Das sollte auch mittig sein. Dann nehme ich noch das Lila her, damit wir von jeder Farbe ein bisschen was haben.
Ja, ich glaube, es ist schon mittig, oder? Ja, sollte mittig sein. Moment. Irgendwie. Muss ich nochmal gucken. Ich habe es jetzt verrutscht. Also irgendwie schaut es schief aus. Also nochmal. Und dann ist besser, man klebt zuerst hier fest. Na. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Kamera oben drüber ist. So, jetzt hat er. Wie gesagt, nehmen wir das Lila. Und dann zeige ich euch jetzt im Anschluss gleich die fertigen Karten. Ah, ich hätte es jetzt andersrum machen können, dann hätte man nämlich so einen Verlauf drinnen gehabt, von hell nach dunkel. Aber. Mal gucken, wie es ausschaut. Am besten von der anderen Seite lösen, weil hier klebt es noch. Nee. Machen wir es überall gleich. Gleich intensiv. So gefällt mir das. Ziehen wir das wieder vorsichtig ab. Kann man das noch mal abwischen. Wie gesagt, ich nehme das Tape öfters her, weil da ist ja nichts dran. Ich klebe es dann irgendwo hier hin am Schreibtisch oder auf meine Stanzmaschine. Und genau, dann kann man es nämlich öfters hernehmen. So, ich mache jetzt hier noch alles fertig, mache die Karten fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder mit den fertigen Karten. Und wie gesagt, ich habe die Die-Cuts von Action benutzt. Die sind für solche Projekte perfekt, weil man die großen Motive auch dazu benutzen kann. Die Sprüche, Moment, beziehungsweise die Wünsche, die sind aus diesem Kulrike Designpapier Geburtstagswünsche. Da gibt es auch noch Weihnachtswünsche, die werde ich mir auch noch besorgen, weil ich finde die einfach perfekt. Und wie gesagt, einfach so ein kleines Fähnchen zugeschnitten. Und ich wollte jetzt auch kein Glitzer drauf machen, weil ich finde, das ist schon genug auf der Karte. Und die Aufleger habe ich jeweils mit so einem schwarzen Fineliner umrandet, weil ich finde, dass sich das dann ein bisschen besser abhebt. Aber ich wollte nicht so viele Farben reinbringen, weil wie gesagt, das ist schon bunt genug und auch durch die Die-Cuts. Genau. Vielleicht mache ich da noch kleine Steinchen drauf. Da könnte ich noch kleine Steinchen drauf machen. Mache ich noch schnell mit euch zusammen. Das könnte dann ausschauen wie so kleine Nägel. Das mache ich jetzt noch schnell mit euch zusammen. Und dann könnt ihr mir gerne wieder in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen hat. Wie gesagt, so kann man natürlich die Die-Cuts am besten verwursteln. Gerade bei so großen weiß man ja eh nie, wenn man die da genau hinbringen soll. Und ist meine Idee jetzt dazu. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr auch die Die-Cuts habt. Wenn ihr Die-Cuts habt, wie verwurschtelt ihr die? Macht ihr auch so auf die Karten oder eher in Alben? Ja, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ich muss jetzt auf jeden Fall am Wochenende noch einen Auftrag erfüllen. Wie gesagt, ich habe einen Auftrag von einer Freundin bekommen, für eine gemeinsame Freundin was zu erledigen. Ja, genau. Genau, da habe ich jetzt dieses Herbstset dazu hergenommen. Ich fand, es hat zu dem Rot sehr gut gepasst. Und hier haben wir einen Wunscherfüller. Finde ich auch richtig cool. Ich finde die Paste total geil. Und ich benutze die auch wirklich gerne. Und da habe ich einfach dieses Kuchen-Dingens drauf gemacht. Man könnte jetzt da unten noch Steinchen draufbringen, aber ich glaube, ich lasse es so. Genau. Wie gesagt, ich freue mich über eure Kommentare.
über ein Däumchen nach oben und wünsche euch auf diesem Wege allen ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir alle gesund, bis zum nächsten Video. Servus.